Hey und willkommen zu einer weiteren Folge Sims 4 zusammen mit der Spalette. Abonniert am besten beide Kanäle, um keine Folge mehr zu verpassen, oder schaut in die Playlist. Bewertet den Part und wie immer viel Spaß! In der letzten Folge ist es endlich passiert. Der Aslak hat ein Kind. Scheinbar mit meiner Frau. Nein! Ja, wie willst du das denn erklären? Ich weiß es nicht. Da, und wir grooven beide ab. Alter. Ja, schau mal, ihre Moves. Was macht die da? Und warum ist sie eigentlich jetzt schon 5, MEP Diesel? Ich hab sie älter gemacht. Kann man die nochmal älter machen? Warte mal. Probier aus. Tanzen beibringen, hochheben. Kleinkind überprüfen. Basisbedürfnis beibringen. Hä? Ey, Morgan! Was ist das denn für ein Zufall? Oi, diese muss ein Riesenfan sein. Ich glaube auch. Aber warum hast du denn keins an? Hab mein... Ja? Gegessen. Ach, das arme Kind. Ich hatte Hunger. Das arme Kind. Wieso denn das arme Kind? Ja, sorry. Also, wie du dich um die kümmerst. Aber wie kann ich denn jetzt... Muss ich echt... Nee, oder? Ich probier's mal. Einmal eine weiße Torte. Alter, alles wieder dreckig. Ja, aber wir haben noch eine Putzfrau. Nee. Ich mach das. Ja doch. Ah, es ist fertig. Geburtstagskerzen hinzufügen. Ich glaube, das funktioniert noch nicht. Das funktioniert. Helfen, Kerzen auszublasen. Ja! Boah, wäre das cool, wenn du jetzt auszusehen älter werden würdest. Nein. Ja, komm schon. Oh. Bringt das was? Ja, 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 ja. Verwandlung! Als ob. Mental, mental? Mein Kind kann nicht mal sprechen. Senkrechtstarterin, doch, guck mal, wie krass die ist. Ein Genie. Ja. Das ist echt krass. Ey, aber das sieht einfach 1:1 so aus, als wenn das Morgans Kind wäre. Stimmt. Vielleicht hat Morgan ja mein Kind. Glaubst du? Ich glaub schon. Warte mal, das testen wir jetzt mal. Ah, Kerzen. Ja, 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 lauf hin. Gleich bist du älter als wir. Was? Als ob das geht. Das geht einfach. LOL! What? Hey. Das macht absolut keinen Sinn. Wieso nicht? Sport. Sie ist ein Super Saiyajin Gott? Ja, blau. Ach, stimmt, ist stimmt, Gott, ja, oder? Stimmt. Hä? Jetzt sieht sie auf einmal so aus. Oh Gott. Ich raff das nicht. Newcomer, sie ist ein Star? Oder will sie einer werden? Da, der Weg zum Ruhm. Makelloser Ruf. Yuki und Aslak sind so gute Freunde geworden. Ja, was soll das denn? Warte, dann können wir aber dringend mal... Sekunde mal. Guck mal bitte auf ihren Fame-Status. Ja. Sie hat... Krass. Alles klar. Ja, weil sie halt einen berühmten Papa hat. Natürlich. Einmal bitte pusten. Und... Ja. Roman... Nee, aktiv. Wie der Vater. Das macht doch gar keinen Sinn. Erst sieht sie aus wie Morgan, dann wird sie einmal ein bisschen älter und ist ein Klon von deiner Frau. Und warum sieht deine Frau immer noch so aus? Ja, meine Frau sieht besser aus. Warte mal, zieh dich mal um, bitte. Hier. Nein! Ja, perfekt! Ach man, was ist das denn für ein Zufall? Zieh dir den Scheiß aus. Ich sehe einfach überall nur manuell. Währenddessen der Aslak sich um seine Modekarriere kümmert. Alter, so stolz auf dich. Ich bin gerade auf Tinder. Nee, bist einfach... Warum das denn? Morgen flirten. Ja, willst du? Nein. Einmal testen. Mal gucken, ob sie dich abblitzen lässt. Lass es doch. Einmal nur flirten kaputt. Klicken. Und? Geht sie drauf ein? Hä? Sie geht drauf ein? Morgen. Warum? Emmy ist am Pumpen. Alter. Emmy, was ist denn, wollen wir, kann ich mal Hallo sagen? Du warst gerade geboren worden. Die Mutter hat noch die Krankenhausklamotten an. Sag mal, Benjamin Button. Das wäre eigentlich geil, wenn es so irgendwie sowas geben würde. Was? Dass du als alter Mann geboren wirst? Ja, ja, dass man praktisch bei Sims einfach so, ne? Ach so. Hände küssen? Ich weiß nicht, warum ich das gerade mache, aber ich probier's mal, ne? Was machst du denn da? Nichts, ich wollte nur mal austauschen, das reicht, alles gut. Ich wollte mich nur mal ein bisschen mit ihr anfreunden. Lass meine Tochter in Ruhe. Da guck mal, wie selbstsicher sie ist durch den Nudi. Was ist hier los? Oh, zweites Trimester. Ja, komm. Ja, das dauert nicht mehr lang. Sie ist dann gleich direkt schon im dritten und dann ist sie eine tickende Zeitbombe. Da, ein Tag noch. Wann kommt endlich das Kind? Wann kommt endlich das Kind? Wann flutscht es denn endlich raus? Bum, bum.
Der kann nicht mal weggehen? Was soll das denn? Ab in den Keller mit dir. Was macht sie da? Kuschelt ein bisschen. Mit Azlak plaudern? Was? Oh, oh. Hä? Oh, oh. Denkt sie selber, sie wäre Azlak? Find's nur noch so geil, dass er einfach ein junger Erwachsener sein soll. Ja, er wurde dann halt gebissen. Ja, aber er sieht aus wie 80. Ja, das macht das halt mit einem. Nee, ich war immer wunderschön als Vampir. Und? Schauspielen Stufe 10. Ja. Och, dass ich das nochmal geschafft habe. Was hab ich da wieder an? Sag mal. Ich hab das nie angezogen. Mann. Hier. Oh. Azlak. Ich bin baden, wie schon tausendmal vorher in diesem Spiel. Lass mich in Ruhe. Warte, ich komm mal rein. Hallo, Azlak. Na, du bist aber sehr sexy. Oh, das ist aber jetzt peinlich. Na toll. Nee, dir geht's gut. Oh. Okay. Oder? Das ist Gelbes. Privatsphäre gestört. Ups. Danke. Kein Problem. Du da mit deinen 30.000 Followern. Ja, wie viel hast du denn? Ich hatte im letzten Let's Play ein paar Millionen. Ja, es geht aber jetzt um das hier und jetzt. Ja, hier wollte ich ja nie welche. Ich wollte ja nie welche. Hier, ich wollte das. Und guck mal, was ich bin. Hä? Hier, du bist einfach nicht mal mehr Weltstar. Dich kennt keiner. Ja, du hast dir deinen Weltstar ja auch nur erkauft. Nee, hab ich nicht. Doch. Du hast dir das erkauft. Nee, du auch. Nee. Doch. Nee. Guck doch meinen Part, da ist das drin. Ja, weil du es angeklickt hast, du hast mich genötigt. Nein, ich hab dich nicht genötigt, du wolltest das. Nee. Du hast gesagt, bitte, Vin Diesel, mach mich zum Superstar. Bitte. Ich so, natürlich, wenn ihr kein Problem, ich bring dich ganz groß raus. Und dann hab ich die Sachen verkauft, also verschenkt. Alles gelogen. Na morgen, alles gut bei dir? Bist du noch schwanger? Ja, Entbindung in Fragezeichen. Promi-Level gesunken. Deine Tochter kennt keiner mehr. Och. Ist auch gut so. Warum? Mach dir kein Cash. Nicht zu stehen ist nicht gut. Menschen verändern sich. Also ich find's wirklich wunderbar. Boah, die ganzen Marotten. Ultra nervig. Gut gesammelt. Die kamen aber auch irgendwie... Super spät. Ja. So, morgen? Willst du mal... Ja? Da böllert die sich hier noch den Salat rein. Ja, die braucht irgendwas für zwei essen. Hast du sie gerade fett genannt? Ja. Oh. Nein. Was ist denn da los? Nee, ich hab das erst einen Kuss erlebt. Ich hab gerade einmal mit ihr geredet. Genial. Freunde zu... Alter, ich will das gar nicht. Ich will nur ein bisschen mit ihr reden. Du hast doch irgendwelche Sachen mit dem Herz angeklickt. Hab ich gar nicht. Die Venen haben eingesetzt. Lass deine Finger von meiner Tochter. Hey, das ist deine Frau. Was? Ja. Ich dachte, das wäre meine Tochter gewesen. Nee, in Schauspielkunstunterricht. Sie will was von mir lernen. Aber egal, erstmal mit ihr zum Krankenhaus. Bitten Baby-Entbindungstermin fragen? Nee. Hier. Ja, Baby im Krankenhaus bekommen. Mitmachen. Mit. Ich will Azlak. Ja, oder? Du kommst mit. Mit Sioban. Für es. Nein! Du gehst da jetzt mit. Ja, du bist auch nicht mitgegangen. Du hast dich ja für den Eingang gestellt und hattest keine Lust. Ja, es hat gebackt. Natürlich. Ist so. Na klar. So, jetzt... Oh, hä? Hallo? Arbeitet hier keiner? Nee, du musst warten, bis die Empfangsdame dahin geht. Ah. Hä? Hä? Krankenpfleger. Ja, der müsste da jetzt Ja, ich gehen. Weiß. Aber er macht es nicht. Hä? Ja, sie geht halt alleine. Okay. Na komm, Manuel, schau's dir mal an. Ja, beeil dich! Gleich ist es zu spät. Ich bin gespannt. Oh, also, wenn Manuel, jetzt ein blauhaariges Kind rauskommt... Ja, am Anfang sieht man ja eh nichts. Oh! Es flutscht! Komm schon, flutsch! Bitte. Diese Maschine, ne? Hast du gerade das Herz gesehen? Nee. Was war denn? Das sah doch so aus, als würde da gerade so ein Herz rausgerupft werden. Oh! Es ist ein Mädchen! Es ist ein Mädchen auch. Harald... Nenn dein Kind bitte nicht Harald. L. Jackson. Warum? Die ist ein Mädchen. Also, die Stars von heute geben ihren Kindern coole Namen. Zum Beispiel irgendwelche Staubsaugernamen. Und dazu will ich auch gehören. Wir können ja mal einmal ganz kurz gucken, was hier random steht. Anne. Annika. Anissa. Brigitte. Brigitte. Lena. Zweimal Lena Brigitte. Nee, nicht Brigitte. Alles Alessia. Gute. Hauptsache Alessia geht's gut. Haraldine. Das ist noch fair. Ja, komm. Haraldine. Junge, dein Kind würde ich hassen. Nee, eben nicht. Das ist cool. Richtig fresh. Da ist es.
Endlich bin ich ungewollt Vater. Wunderschön, das Kind. Oder viel schöner als deins. Komm, wir gehen nach Hause. Ach, du kleiner süßer Fratz. Und sie ist sehr traurig. Okay. Angurne. Älter werden. Und? War da gerade zwei drin? Was war das denn? Engelsgleich, genau wie dein Kind. Hä? Also, ja, es hat rote Haare. Okay, okay. Also noch passt es. Aber wir haben ja gelernt, dass es nichts aussagt. Diese beiden Klone, ne? Deine Tochter und deine Frau. Die sind keine Klone. Oh doch. Du bist selber ein Klon. Ach so, das kann ich den Leuten jetzt auch gerne mal erzählen, ne? Was denn? Wir haben zum Beispiel in dem letzten Let's Play, wollten wir doch Pedizel nochmal so abändern, dass er aussieht wie der Erste. Erinnerst du dich dran? Das ging ja nicht, weil wir den Original nicht mehr gefunden haben und der auch verändert wurde. Aber für das Let's Play hier, habt ihr ja gemerkt, haben wir dieselben wiederbekommen. Und das habe ich geschafft, indem ich von damals das zweite Let's Play geladen habe, also den zweiten Part des ersten Let's Plays, habt ihr dann beide in eine Klonmaschine reingepackt und neu geladen. Heißt, diese beiden hier sind die Klone aus dem ersten Let's Play. Voll krank. Nicht die Originale. Nee. Geburtstagskerzen. Ja, voll der Plot-Twist. Ja, aber man kann auch sagen, dass die Originalen, ja, da bist du tot oder alt und ich bin immer noch im Leben, weil ich ein Vampir bin. Alles schön. Nein. Doch, hier. Haraldine, komm mal her. Meinst du, ihr wächst jetzt im Bart? Und? Ja. Ich bin so gespannt. Ich auch. Rote Haare und Newcomer. Okay. Oh. Noch sieht man nichts. Hat auch grüne Augen, oder? Yo! Oh, das ist mein Kind. So, noch einmal. Puste es aus. Und jetzt wird erwachsen. Mit der Macht von Grayskull. Flupp. Rote Haare. Tatsächlich. Sport. Ja. Sie ist auf jeden Fall ein Original. Das ist mein Kind. Wir sind endlich eine große, glückliche Familie. Unser Lebensziel ist erreicht. Wir haben es geschafft. Da hinten sieht man es auch nochmal. Einfach schön. Thank you.